Deshalb war sie ausgerechnet zu mir gekommen, um sich anzuvertrauen. Vielleicht war die Geschichte vom Vergewaltigungsversuch nur eine Erfindung, um näher herzustellen. Schriftsteller machen sowas. Die können noch so verzärtelt und anschmiegsam erscheinen, in Wirklichkeit sehen sie sich im Krieg mit ihren Mitmenschen. Sie werden ohne Zögern lügen, um zu gewinnen. Du denkst, sie wollen nur reden und abhängen und schmusen und küssen, aber eigentlich wollen sie gewinnen. Der Schatten des toten Nazi-Bruders. Es war wirklich so, dass Melanies Eltern sein Zimmer unverändert gelassen hatten. Wie in Filmen. Ich besuchte Melanie nie in ihrem Elternhaus, also konnte ich mir nur vorstellen, wie es in diesem Zimmer aussah. Rechtsrock-Flyer an den Wänden, NPD-Aufkleber an der Tür, SSI-Spiele im Regal. So vielleicht? Melanie besuchte mich nie und ich sie auch nicht. Unsere Elternhäuser waren zu voll. Damit meine ich nicht den Schatten des toten Bruders, sondern die Tatsache, dass Melanie 5 Schwestern hatte und ihr Zimmer teilen musste. Intimität war unmöglich. Indes stand das Zimmer des toten Bruders leer. Der Vater muss unendlich glücklich über den einen Jungen gewesen sein, was alle Mädchen des Hauses ungerecht fanden. Also meine ich vielleicht doch auch den Schatten des toten Bruders, aber ich meine ihn nicht auf die luftige Art. Es ging hier nicht um die Erinnerung an ihn. Hier gab es konkrete Probleme. Seine Schwestern fanden, dass er selbst als Toter von den Eltern bevorzugt wurde. Meistens hingen wir an einem der Flüsse ab, am Rhein oder am Neckar, redeten und gaben uns die Zunge. Irgendwann kam es aber so weit, dass meine Familie von der Abschiebung bedroht wurde und in die Pfalz zog, wo ich in Hasloch direkt auf die Berufsoberschule wechseln konnte, um das Abitur zu machen. Ich meldete mich nach meinem Umzug nie mehr bei Melanie. Das war blöd von mir. Und es ließ sie sicherlich Jahre später, als wir uns in Heidelberg wieder begegneten, sagen, ich sei gestört gewesen. Eiskalt. Unsere Begegnung in Heidelberg war Zufall. Ich studierte dort und war unartiger denn je. Ich lebte im theologischen Studienhaus, einem evangelischen Studentenwohnheim für Menschen, die Pfarrer werden wollten, welches verpflichtet war, neben den Bibelfesten und Ungeküssten auch normale Studenten aufzunehmen, und zu denen gehörte ich. Bereits im 2. Semester war das Leben in diesem Wohnheim unerträglich, weil die christlichen Idioten die ganze Zeit etwas mit mir unternehmen wollten und mich ständig zu ihren Andachten einluden. Einmal im Monat musste ich an so einem dämlichen Abend teilnehmen, an dem es Vorträge gab, bei denen irgendwas von Providenz gefaselt wurde. Außerdem gab es eine Arbeitsgemeinschaft, die Joghurt herstellte. Es war ein Albtraum. Ich studierte Germanistik, Erziehungswissenschaften nahm ich nicht ernst, sie fanden einfach statt, und wollte in Ruhe gelassen werden, weshalb ich jeden Abend außerhalb des Wohnheims verbrachte, beim Sport oder in Cafés, wo ich las.